Ja, liebe HiFi-Freunde, ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Audiozeitschriften. Was da drin steht, ist immer die Wahrheit. Und so habe ich mal einen Bericht mitgebracht aus 1185 über den Philips CD350. Hört euch das mal an. Fortschrittlich die Technologie, bestechend das Design. Er ist spielend leicht zu handhaben und er wird in Schwarz angeboten. Die Klangqualität allein spricht nicht für teure CD-Spieler. Das beweist eindrucksvoll der billigste CD-Spieler von Philips. Das nur 1000 Mark teure Modell CD350 klingt nämlich genauso gut wie der Nakamichi UMS 7EX für 4500 Mark. Wer also CD-Superklang genießen möchte, muss nicht mehrere 1000 Mark ausgeben. Da haben wir ja schon mal Glück gehabt. Wenn gestandene Jazzer in einer verräucherten Kellerbar so richtig loslegen, lotet der Player von Philips die Abmessungen des steinalten Gemäuers einfach noch präziser aus. Er schafft souverän Raumatmosphäre, wo andere Spieler eher nur eine Anmutung geben. Hier zieht das niederländische Klangwunder sogar mit dem Champion von Nakamichi gleich. Im mittleren und hohen Frequenzbereich scheint der Player von Philips sogar noch ein Quäntchen offener, durchsichtiger zu klingen als die Audioreferenz UMS 7. Kecke Klarinetten, klagende Oboen und perfide, näselnde Saxophone strahlen und glänzen über den Holländer noch eine Idee stärker. Die Bläser scheinen die Luft um ein Mikrofon druckvoller und energischer aus ihren Wangen in die Mundstücke zu pressen. Klingt gut, oder? Im Audiogramm wird das Ganze zusammengefasst mit überragendem Klang, überragender Abtastsicherheit, überdurchschnittlicher Ausstattung, überdurchschnittlicher Bedienung, nur durchschnittlicher Verarbeitung, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nach wie vor ausgezeichnet. Ich habe mir so ein Gerät angeschafft und mir einen eigenen Eindruck verschafft und jetzt gucken wir mal gleich gemeinsam, ob das auch alles so stimmt, was da drin steht. Dabei viel Spaß. Ja, was nehmen wir jetzt aus dem Bericht der Audio von 1185? Also, ich entnehme dem drei Dinge. Erstens, die Audio hatte auch schon 1985 ein relativ gestörtes Verhältnis zu Geld. Weil, wer schreibt, man muss gar nicht viel Geld ausgeben. Es reichen 1000 Mark, um sich einen guten CD-Player zu kaufen. Und es war 1985. Ja, das sind dann halt heute so die 5000 Euro CD-Player, die mit den ähnlichen Worten beschrieben werden. Zum anderen kann man entnehmen, dass auch 1985 bereits eine ähnliche Ausdrucksweise verwendet wurde, um Musik zu beschreiben. Ich finde es allerdings weniger lächerlich, wenn man über dieses Thema wie ja, Transparenz, luftige Höhen etc. spricht, weil ich kann mittlerweile halt eben einfach auch mit diesen Begrifflichkeiten ein bisschen was anfangen. Und ja, wenn man einige CD-Player gehört hat und auch die Unterschiede, wie sie denn dann klingen, dann sind das tatsächlich so die Punkte, wo man sagt, da entstehen noch Unterschiede, ne? Im Thema Bühnenbild, wie ist die Bühne aufgebaut, lässt sich das alles schön orten, ist der Gesang wunderbar präsent in der Mitte. Schlussendlich auch in den Höhen spielt das frei auf, fühlt sich das leicht, ne? Also so mit, spielt der Höhen mit einer Leichtigkeit oder hat man den Eindruck irgendwie, da liegt so eine Wolldecke drüber, so ein bisschen belegter. Ganz klar ist es bei den CD-Playern so, dass die Unterschiede wahnsinnig gering sind, ja, und auch wahnsinnig gering von relativ günstigen Playern zu sehr teuren Playern, was am Ende an Musik rauskommt. Die Unterschiede liegen da ja eher in der Art, in der Bauweise, in den verwendeten Bauteilen, in der Massivität, in den Laufwerken, wie genau sie laufen. Aber das ganze Thema rund um, was dann hinten rauskommt, da ist der Unterschied halt wirklich nicht so groß. Mittlerweile sehr, sehr gute Fehlerkorrekturen, wenn die Laufwerke auch nicht so ganz genau eingestellt sind oder auch nicht so ganz genau laufen, sind die Fehlerkorrekturprogramme relativ gut und auch die Wandler. Ob das nun irgendwie zwei TDA 1540 mit 14 Bit sind oder ob das irgendwie ein 1-Bit-System ist, das ist irgendwie gefühlt nicht wirklich der große Unterschied. Ja. Was man aber zu dem Player de facto sagen kann, der hat mir zu Unrecht 1985 in der Audioausgabe wirklich
wurde mit Lorbeeren überschüttet. Ich persönlich bin ja generell auch ein Riesenfan von diesen Playern mit dem CDM2-Laufwerken, CDM210, diesen Schwenkarmlaufwerken von Philips, und mit dem TDA-1540-Wandler. Und was in der Audio auch geschrieben wurde, in der Zusammenfassung ist, dass sie haptisch halt eben so oder verarbeitungstechnisch halt eben eher, ja, durchschnittlich sind. Und das würde ich absolut unterschreiben, ne? Also das sind halt Plastikbomber. Ja, hat mal ein Kommentator gesagt, ja, die heißgeliebten Plastikbomber, das ist so, ne? Das fühlt sich alles hier Plaste an und das fühlt sich nicht schön an. Man drückt da eigentlich gar nicht so gerne drauf. Es ist Plastiklandschaft, wo man hinschaut und wirklich nicht so diese Hochwertigkeit, die hochwertigen Kunststoffe, die dann auch die Japaner mitgebracht haben, die das früher schon deutlich besser konnten. Aber entscheidend ist, was hinten rauskommt und wie lange das Ganze hält. Und da sind die Philips-Geräte oder die Grundig-Geräte mit dem Philips-Interieur wirklich ganz, ganz hervorragend. Bei den Laufwerken bzw. bei den Schubladenmechaniken von den CDM-Laufwerken gibt es immer mal wieder Probleme, dass die es irgendwann mit der Zeit nicht mehr schaffen, diese Klappe aufzudrücken. Das liegt daran, dass da hinten auf diesem Schlitten, will man so nennen, dass das da einfach an der Kante, wo das Laufwerk dann hochgezogen wird, klemmt. Da kann man sich behelfen, indem man da generell ein bisschen was draufklebt, ein dünnes Filz oder sowas, sodass er das einfach wieder leichter hat, da um die Kurve zu kommen, und dann drückt er das in der Regel auch wieder auf. Dann haben sie mit dem Display so die ein oder anderen Probleme, gerade wenn man dann in dem Bereich, wenn ich jetzt mal hier gerade auf Time gehe, wenn man diese Zahlen sich anzeigen lässt, da fehlen halt ab und wieder, hin und wieder einfach mal so ein paar Balken. Da gibt es aber auch nachzukaufen, ich glaube für, weiß nicht, 20 Euro, 25 Euro im Zubehör, diese Display-Elemente muss man dann ein bisschen, ja, löten können, ein bisschen schrauben und basteln. Das ganze Thema hier, die Platine rauszubekommen, ist relativ einfach. Ja, und dann benutzt man den alten Sockel, setzt das neue Display ein und lötet es wieder ein. Und wenn man da jetzt, ich sag mal, ein ruhiges Händchen hat, dann kriegt man das auch relativ gut hin. Die Fernbedienbarkeit war bei den Geräten damals immer relativ gleich. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, im Besitz dieses kleinen Elements hier zu sein. Witzig finde ich auch, dass mein Smartphone scheinbar immer Infrarotsignale aussendet. Ich denke mal, das ist beim Fokussieren, und die Geräte und auch hier die Infrarotschnittstelle, dieses Fernbedienelement nimmt da irgendwas wahr. Das sind externe Module, die waren optional, diese Geräte waren alle optional fernbedienbar, und mit diesem Modul, was man hinten über so einen 5-Pin-Dienststecker, glaube ich, ist es, kann man das anschließen an den Geräten und dann eben mit der Fernbedienung fernbedienen. Das funktioniert bei den Grundig-Geräten, das funktioniert bei den Philips-Geräten, das ist alles das gleiche Modul. Und auch wenn ich mal so ein Gerät abgebe, dieses Modul wird wahrscheinlich für immer bei mir bleiben, da sie sehr selten geworden sind. Und wenn man mal das Glück hat, eins irgendwo ergattern zu können, dann sind sie relativ teuer geworden. Ich glaube, allein für so ein Modul bezahlt man mittlerweile schon mit Fernbedienung um die 100 Euro, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Das ist demnach, ja, wohl dem, der schon eins hat. Der Player an sich, der 350er hat keine digitale Schnittstelle an der Rückseite. Die höherwertigen Player aus der Serie, ich glaube, ich weiß nicht, der 450er das schon gehabt hat. Ich glaube, der 450er ist auch nur eher MIDI-Format. Ich glaube, der größere, dann der 650er, der hatte dann die digitale Schnittstelle. So auch die ganz großen Grundigs aus der damaligen Zeit, die hatten alle schon die digitale Schnittstelle. Der hier hat es nicht. Der hat damals, wie ich es eben schon gesagt habe, eine UVP aufgerufen von 1000 Mark. Und ja, ob das gerechtfertigt ist, ob das allgemein, ob die HiFi-Preise gerechtfertigt sind, weiß ich nicht. Ich würde bei dem hier sogar tatsächlich noch sagen, ja, das war's. Wenn auch nicht die Verarbeitung, aber für die Langlebigkeit und die Qualität und den Sound, der hinten rausgekommen ist, ja, wahrscheinlich allemal. Ja,
Was ich ganz schön finde, das ist ja hier die Lade, die ist eben so, ja, wenn man sagen, so halbtransparent, die hat was von einer Sonnenbrille, wenn man durchschaut, ne? Und hat aber dieses Sichtfenster hier mit der grünen Beleuchtung, ja, ganz ähnlich wie zum Beispiel die teureren Technics aus der Zeit hatten, die da noch ein bisschen, ja, der SLP 550, der das noch mit so einer Art Spiegelumlenkung gemacht hat, dass man die CD quasi stehend gesehen hat. Hier ist einfach nur eine Beleuchtung drin, macht aber auch einen schicken Eindruck, gerade wenn man dann im Dunkeln hört, wenn man dann drauf drückt und die Disc dann mal abspielt, dann sieht man das auch, wie das dann anfängt dort zu laufen. Ja, schnell nochmal ausmachen, aber hier keine Rechte verletzen. Ja, und an sich, die Geräte, wenn man eines oder wenn man welche in einem guten Zustand bekommen kann, sind einfach immer ein Kauf wert. Der Power Switch, exakt wie bei den Grundys und allen Philips aus der Zeit, das hakelt immer mal so ein bisschen. Da muss man irgendwie gucken, dass man irgendwie vernünftig draufdrückt. Ansonsten schiebt man auch mal das Gerät nach hinten, weil sie ja auch nicht so wirklich schwer sind. Mit, ich glaube, 3 Kilo oder 3,5 Kilo wiegen sie. Aber bei dem hier geht's. Auch da liegt der Grund darin, eher in dieser Führung, die da hinten mit drinne ist und in dem Schalter am Ende selber. Den kann man mal ein bisschen schmieren, ein bisschen reinigen. Dann funktioniert das alles auch wieder ein bisschen geschmeidiger. Das lässt sich relativ einfach machen. Zum Funktionsumfang, ja, da sind wir relativ flott durch. Der Player hat im Grunde genommen lediglich die Standardfunktionalitäten plus Repeat-Funktion. Man kann dann im Display auch die Anzeige verändern nach Track oder nach Laufzeit und man kann programmieren. Ich gehe es einmal im Schnelldurchlauf durch. Zur Lade muss man, glaube ich, denn relativ wenig sagen. Das ist halt das altbekannte CDM-Laufwerk, was in super vielen Playern eingebaut wurde, auch mit der gleichen Schubladenmechanik. Und damit man das eben in so vielen Playern verbauen konnte, haben die meisten dann eben hier so ein Kläppchen, so eine Klappe hingebaut, die halt hier in diesem Halbtransparent gebaut ist, was ich ganz schick finde. Und diese Klappe wird dann immer von der Schubladenmechanik aufgedrückt. Ja, läuft relativ schön. Gerade hier läuft sie noch relativ schön in dem Exemplar, muss man sagen, relativ leise. Gut, ist halt alles, wie gesagt, Kunststoff, Plastik zieht sich auch da weiter fort, aber funktioniert über viele, viele Jahre. Ja, wir gehen von links nach rechts weiter. Open Close haben wir gesehen. Hier wird angezeigt mit diesen Lichtern im Display, dass wir gerade im Track-Mode sind. Das heißt, uns wird nur der Titel angezeigt. Das kann man umstellen, indem man hier auf Time drückt, also auf Time Track, das ist der Kombinationsschalter. Dann wird der Time-Modus aktiviert und wir sehen dann entsprechend, wie viel die CD bereits gelaufen ist. Ich mache mal hier leise. Dann auch der Titel 1. Wenn ich das wieder umschalte, dann bin ich wieder im Track-Index-Modus. Also sprich, würde die Disk über einen Index verfügen, dann würde man einmal den Titel und die Indexnummer sehen können. Wenn wir eine Taste betätigen, die in der aktuellen Funktion nicht zulässig ist oder keine Funktion hinterliegt, dann zeigt das Gerät einem das an, hier über eine rote Diode. Und daneben steht, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich versuche das mal ein bisschen schärfer zu machen, Error. Ja, ich habe jetzt hier mitten im laufenden Programm gesagt, oder mitten im Laufen gesagt, ich will jetzt mal ein Programm erstellen. Und dann zeigt er mir das kurz an. Error. Error ist also eher nicht, dass das irgendwie eine Fehlfunktion ist oder eine Störung, sondern es zeigt einfach an, du, das kannst du jetzt gerade nicht machen, das ist nicht die richtige Situation. Ich stoppe das Ganze nochmal. Nee, machen wir nicht. Wir machen erstmal Play. Und ich gehe mal auf den Time-Mode, dass man hier auch ein bisschen sehen kann, wie der Player denn den schnellen Vorlauf
durchführt. Ich drücke jetzt und man sieht, er fängt dann da sehr, sehr langsam an und wird immer schneller. Und bis er dann wirklich zum Schluss richtig Vollgas gibt. Das sind dann aber dann immer mehr so Sprünge. Und da ist dann aber auch nichts mehr mit wirklich Feintuning, sondern das sind wirklich immer irgendwie so 20, gefühlt so 20 Sekunden Sprünge, 30 Sekunden Sprünge, die er dann macht. Genau das Gleiche macht er natürlich auch beim Rückwärtsgang, fängt langsam an, wird schneller und fängt dann richtig an zu hüpfen. Ja. Er hat neben dem Start auch ein Replay. Wenn ich drauf drücke, startet er den gleichen Titel, den wir gerade schon am Hören waren, nochmal neu. Wir haben auch eine Pause, die wird auch angezeigt hier oben mittels einer Diode. Und wenn man dann nochmal Pause drückt, dann ist die Pause wieder raus. Ob ich die Pause auch mit Starten enden kann? Ja, geht auch. Ansonsten haben wir noch ein Repeat, das zeigt er mir dann auch hier unten entsprechend im Display an. Das ist ein Repeat All und kein Single Repeat, also quasi Endlosschleife der Disk oder des Programms. Ansonsten habe ich hier unten noch Stopp und neben Stopp steht auch das bekannte CM wieder für Clear Memory. Das heißt, wenn ich ein Programm am Laufen habe, kann ich eben mit der Stopp-Taste, Stopp-CM-Taste auch den Speicher löschen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen dazu einfach auf einen bestimmten Titel und sagen Titel 3, den hätte ich gerne in meinem Programm. Dann gehen wir auf Titel 2, den hätte ich auch gerne in meinem Programm. Und wir gehen auf den Titel 5. Den hätte ich auch gerne in meinem Programm. So, das ist das Programm erstellt. Ich kann hier auch nochmal, bevor ich jetzt starte, kann ich auch das Ganze nochmal mir anschauen, nochmal versuchen zu fokussieren, denn da steht Programm und Rev, das steht für Review. Und ich kann mir dann eben anschauen, wie ist das Programm aufgestellt. 2, 5, 3. Na, also 5. 3, 2, 5. Das sind die Programmtitel, die ich gewählt habe. Und dann starte ich das Ganze mit Druck auf Play und er startet mein Programm. Schauen wir uns an. Ja, es ist der Titel 3. Als nächstes folgt der Titel 2. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt nun der Titel 5. So einfach ist dieser Player gestrickt. Mehr gibt es an Funktionsumfang nicht zu erwähnen. Zur Ausstattung gehört noch ein Kopfhöreranschluss, ein externer, der aber nicht Lautstärke regulierbar ist. Zumindest weiß ich nicht wie oder wüsste nicht, wie man ihn Lautstärke reguliert. Ja, und das ist es schon zum Funktionsumfang. Wir schauen uns jetzt noch mal gleich das Gerät vom Inneren an. Diejenigen, die auch schon mal, weiß nicht, beim Grundig habe ich das, glaube ich, schon mal gemacht, bin mir aber nicht sicher, die das angeschaut haben, die werden sich da wirklich wiederfinden, weil das ist schlussendlich das Interieur, was hier verbaut wurde, die ganzen Module, die Gruppen, die Platinen, das Laufwerk, das ist in ganz, ganz vielen Playern der Zeit gelandet. Und somit ein alter Bekannter. Trotz alledem schauen wir mal rein und gucken uns mal an, wie hier der Aufbau gemacht wurde. Ja, so, willkommen in der Plastikwüste. Das ist die wohl bekannte Schublade und das Laufwerk, den CDM. Ich finde die Laufwerke einfach, das habe ich eben schon gesagt, ich finde sie gigantisch gut, weil die sind robust, die lassen sich auch super schnell instand setzen. Wenn irgendwo mal mechanisch was klemmt, kann man eigentlich immer, indem man sich das Ganze mal ein bisschen genauer anguckt, wo klemmt's, wo hakt's, relativ einfach fixen. Die Laufwerke sind generell von der Platine hier getrennt und hier hinten haben wir die Stromversorgung. Ja. Das da hinten ist der Schalter, der ist meistens ein bisschen klemmig, sodass wir dieses Klemmgefühl entsteht hier entsprechend in dem Schalter und sehr, sehr oft auch hier, weil diese Führung, die von hier
dem Knopf bis hier hinten an den Schalter führt, die hat halt auch keine so richtig solide Lagerung oder die ist nicht schön geführt. Die steckt da mehr so am Eck dran auf so einer anderen Schiene. Und auch wenn man hier schon mal ein bisschen mit bisschen Fett rangeht an die einzelnen Kontaktstellen, dann kann man dieses Knarzen und dieses leicht Verklemmte dann auch korrigieren. Muss ich bei dem hier noch machen oder werde ich bei dem noch machen? Und dann bin ich da relativ guter Dinge bei dem Zustand, in dem sich der Player befindet, dass da auch sich das wieder relativ neuwertig anfühlt. Ja, ist ein bisschen verstaubt hier auch. Das liegt daran, dass der Player diese Belüftung im Deckel hat. Die braucht er auch, denn diese Player werden relativ warm, ne? Gerade hier hinten in dem Bereich werden sie relativ warm. Dafür haben sie hier hinten auch die Kühlrippen dran. Und wenn man dran packt, wenn er in Betrieb war, dann merkt man das auch, dass der wirklich durchaus mehr als Zimmertemperatur aufweist. Ansonsten ist darin ganz bewährte Elektronik. Ja, hier eben diese zwei Philips TDA 1540p Wandler, die das Digitalsignal eben in analoges Signal umwandeln, ja, in mehr oder weniger dann dafür, dass dann das Ganze in Strom umgewandelt wird und letztlich dann an den Verstärker weitergegeben werden, der das dann wiederum verstärkt und die Lautsprecher antreibt. Und viel mehr gibt es einfach zu dem Player nicht zu sagen. Die sind insgesamt sehr, sehr wartungsfreundlich. Auch wenn man mal nachlöten muss, ist die Platine mit ein paar Schräubchen entfernt. Das ist ja ziemlich gut gebaut. Aber halt, wie ich es schon erwähnt habe, ja, Plastikboden, Plastikwände, Plastik, wo man hinsieht, es ist einfach ein riesiges Plastikchassis mit vielen mechanischen Plastikelementen, aber einem sehr, sehr guten Laufwerk, einem sehr robusten Laufwerk und einer sehr guten Elektronik mit sehr guten Wandlern, die insbesondere damals, ich sag mal 1985, ja schon noch mal eine Rolle spielten, wie es klingt mittlerweile oder ich sag mal ab den 90ern war die Wandlertechnik, glaube ich, schon ziemlich ausgereift, war wahrscheinlich sogar schon Ende der 80er so, dass die Unterschiede im wirklich im Sound da relativ gering waren. Ja, noch ein Blick auf die Rückseite des Geräts dürfen wir mitnehmen. Ich muss aufpassen, wo ich hier einen Kunststoff dran packe, dass ich da nichts rausbreche. Ja, das ist, was ich eben angesprochen habe. Die Schnittstelle für dieses, wieso liegt denn das da hinten im Eck? Für das Fernbedienmodul, für dieses, ups, wo sind wir? Da sind wir. Und hier, das ist der, eben habe ich gesagt, 5-Pin-Stecker. Ja, falsch, 6-Pin sind es, ist der 6-Pin-Stecker. Den steckt man hier an. Dieses Modul war früher optional erhältlich. Also, wer gesagt hat, boah, Fernbedienung brauche ich nicht, der hat es dann weggelassen und sich das Geld gespart. Da ist die RCA Out Chin-Schnittstelle zur Verbindung mit der HiFi-Kette, mit dem Vollverstärker oder mit dem Vorverstärker, je nachdem. Da haben wir die Kaltgerätebuchse, die ebenfalls bei den Geräten immer gleich war. Und was man halt ebenfalls noch erkennt, ist, dass hier noch jede Menge Anschlüsse möglich gewesen wären. Die sind dann teilweise in den höherwertigeren Geräten dann auch verwendet worden, ne, dass man hier zum Beispiel den digitalen Ausgang noch hatte, um dann entsprechend an den externen DA gehen zu können, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man das tut, wenn man so eine tolle Wandlertechnik wie hier mit so einem tollen Sound bereits besitzt. Aber jo, auch früher war es so, die Leute haben teilweise schon sehr hochwertige Ketten gehabt mit externen DA-Wandlern. Das gab es alles schon. Ja, das wär's. Mein Fazit wie immer zu den Plastikgeräten Philips Grundig aus der Zeit ist einfach Daumen hoch, beide Daumen hoch. Ich finde die Geräte immer wieder schön und ich finde sie immer wieder erstaunlich, wie sie
wirklich alles rüberbringen, den Sound, den sie rüberbringen. Was ich auch immer wieder schrecklich finde, ist die Verarbeitung und die Haptik, aber die ist nun mal so, die gehört dazu und die ist ja fast auch mittlerweile schon ein bisschen kultig, dass es so ist. Ich wäre durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn euch die Videos gefallen, diese Vorstellung auch mal reinzugucken in die Geräte und auch mal so ein bisschen meine Eindrücke, ja, zu hören, die ich von so einem Gerät habe. Sie sind immer individuell, das sage ich auch immer wieder. Ihr dürft andere Meinungen haben zu den Geräten. Ihr habt bestimmt auch in Teilen deutlich mehr Ahnung von den Geräten, zu den einzelnen Bauteilen, die da drin sind. Ja, gebt da gerne mal einen Kommentar auch zu ab, auch zu dem Thema Schwachstellen in den Geräten. Ich meine, die einzelnen Schwachstellen sind da hinten so im Bereich der Transistoren, weil da eine extreme Hitzeentwicklung entsteht. Ansonsten sind die Geräte eigentlich sehr, sehr solide. Und ja, mit den Worten und dem, ich darf es nicht vergessen, dem Aufruf, wenn es euch gefällt, dann lasst auch gerne mal einen Daumen da oder mal einen kleinen Kommentar oder auch ganz ein Abo, weil meine Videos kommen sehr unregelmäßig und wenn ihr euch darauf hinweisen lassen wollt, wenn es was Neues gibt, dann abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr da auch nichts mehr. Ich werde jetzt, da der Deckel schon mal runter ist, die nächste halbe Stunde dazu verwenden, den Player mal vernünftig zu entstauben und vielleicht auch mal die Linse zu säubern und dann werde ich definitiv mit diesem Player Musik hören. Ja. Also, ich wünsche euch was. Macht's gut bei allem, was ihr heute noch vorhabt. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Euer HiFi-Sammler.